Hallihallo, Hallöchen, ihr Lieben, wir sind wieder da und wir wollen wieder ein bisschen Action haben. So, was machen wir denn als nächstes? Erstmal einsteigen in unser Autochen und los. So, und jetzt gucken wir. Wir haben hier in Jeets Festung eine Quest. Da reisen wir jetzt mal ganz kurz per Schnellreise hin. Sonst sind wir ja ewig die halbe Folge lang unterwegs, das muss ja nicht sein. Sodele. Da schauen wir mal. Okay, Speckcrew kann gebaut werden. Achso, und wir haben natürlich Schrott. Schrott, 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 Schrott. So. Hier müssen wir auch noch ausbauen. Wenn wir schon mal da sind, machen wir das direkt. Jawohl. Ja. Ja, jetzt kommt wieder so eine Sequenz. Tö, tö, tö. Und der speichert. Sehr schön. Sieht man so ein bisschen hinter meinem Helm. So, okay. Und das machen wir natürlich auch noch. Und dann ist das hier fertig. Dann ist es fix und fertig. Ich glaube, dann haben wir so ziemlich alles hier, oder? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Schließe alle Bauprojekte ab. So. Nee, wollten wir das hier? Wo waren das? Wartet mal. Ich überlege gerade. Doch, so sehe ich das, ne? Genau. Kann gebaut werden. Speckcrew. Okay, die Speckcrew haben wir noch nicht gebaut. Die kann auch gebaut werden. Dann wollen wir das noch gerade machen. Damit wir hier alle Bauprojekte abgeschlossen haben. Ba, 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 ba. Wo ist denn die Speckcrew? Da ist die Speckcrew. Da ist die Speckcrew. Die bauen wir natürlich auch. So. Wenn schon, denn schon. Machen wir jetzt mal alles fertig, wenn wir schon mal hier sind. So, kommt jetzt wieder Sequenz oder geht es so? Ja, es kommt erst wieder eine Sequenz. Alles klärchen. Dü, dü, dü. Festung abgeschlossen. Alle Bauprojekte abgeschlossen. Sehr schön. Die Festung ist abgeschlossen. Sehr, sehr cool. So. Und genau. Was hast du denn? You really want to put black in the hands of anyone? Anyone who ain't Scrotus. I need you to open a passage into the Dead Barrens for me to send caravans over. You get me one of the big fuel trucks out there and we'll pack it with explosives. And it should make a big hole in that wall. You'll be able to feed your shooter and the Dead Barrens too. Ah, okay, was haben wir denn da? Finde einen Treibstofflaster, den Jeet mit Sprengstoff füllen kann und benutze ihn, um einen Pfad in die tote Leere aufzusprengen. Ein Waffenkammerbauprojekt in Pink Eyes und Deep Freyers Festung. Deep Freyers Festung? Kenne ich noch gar nicht. Okay. Das sind die Belohnungen. Das klingt ja schon mal sehr, sehr gut. Bring Jeet den Treibstofflaster. Alles klärchen, dann machen wir das doch mal. So, einmal raus mit uns. Da müssen wir hin. So, da müssen wir hin. Da fahren wir jetzt auch mal hin. Und guck mal, was da Schönes zu tun gibt. Was wird es da zu tun geben? Was wird es da zu tun geben? Ja, wir kommen schon ganz gut zügig voran. Wir brauchen noch den stärkeren Motor, aber ansonsten geht das schon ganz ordentlich. Ich glaube, wir haben schon maximale Höchstgeschwindigkeit. Haben wir, glaube ich, schon durch den Auspuff. Da ist ein Konvoi. Ein Konvoi. Natürlich! Ach, und natürlich verrissen hier. Natürlich habe ich wieder voll den Schaden und genau passendes Timing.
Ich hasse mein Timing. Ich bin so ein Pechvogel. Natürlich fahre ich überall mittendurch und werde selbst getroffen. Ach, Kacke. Ah, Schitte, Schitte, Schitte. Jetzt aber. Euch kaufe ich mir. Ich habe schon wieder das Falsche erwischt. Das darf doch nicht wahr sein. Oh, komm schon, aus dem Scheißsand raus. Das muss doch gehen hier. Ja, das gibt's nicht. So, alles klärchen. Da habe ich ein Rad erwischt, endlich. Verdammt. Wenden, wenden, wenden. Weiter, weiter, weiter. Oh. Ich will die Jungs nicht aus dem Auge verlieren hier. Okay, das wird ein bisschen aufwendiger, als ich dachte. Komm schon. So, dich ramme ich einfach beiseite. Was? Ist das euer fucking Ernst? So, was? Der ist dabei aufgesprungen? Das glaubst du auch selber nicht. Verdammt, uns geht's nicht mehr gut. Uns geht's überhaupt nicht mehr gut. Verdammte Tat. Oh, der ist aber gut gepanzert hier. So, weiter geht's. Oh, durch den Dreck und weiter, weiter, weiter. Oh. Jawohl. Kehre zurück, um den Treibstofflaster zu finden. Das machen wir, aber erstmal sieh zu, dass wir hier nicht mehr brennen. Das ist so ein bisschen ungünstig. Wir haben so ein paar Probleme. Wir haben gerade ein paar Probleme. Verdammte Tat. Oh. Ich habe mich nicht gut angestellt. Das ist echt in die Hose gegangen. Wir sind zwar schon ganz gut gepanzert, wir haben ja voll ausgestattetes Autochen, aber das tat trotzdem weh. Das war nicht so optimal. Okay, jetzt müssen wir den Treibstofflaster finden. Bist du bald fertig? Ja, du bist fertig. Komm, passt. Du bist fertig und wir suchen jetzt den Treibstofflaster. Das ist hier irgendwo. Aber wo hier? Wo ist hier denn ein Treibstofflaster? Certainly, yes. You know I would never leave her side. Hä? Wo müssen wir denn hier den Treibstofflaster finden? Da
Das verstehe ich gerade nicht. Da ist der Punkt, wo wir hin müssen. Aber hier ist nichts. Wow! Insta-Kill. So, den hier erstmal schön ausschalten. So. Alles klar, Putzcrew hat aufgeräumt. Aber das darf doch nicht wahr sein. Ich meine, ganz ehrlich, wo soll ich denn hier suchen? Ich meine, hier ist ein Fleck im Boden. Ganz toll. Es ist... Ja, bring ihm den Treibstofflaster. Hätten wir den nur anhalten, nicht in die Luft jagen dürfen? Aber... Anders konnte ich den noch nicht stoppen. Hä? Ich bin gerade ein bisschen am Verzweifeln, Leute. Was ist denn mit unserer Mission? Warum... Warum wir da nichts Treibstofflaster? Muss ich den hier in der Umgebung finden? Oder ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Hier sind noch ein paar alte Ölpipelines. Was ich übrigens übelst gefährlich finde bei so einem Feuerausstoß aus dem Auspuff. Ich check's gerade nicht. Einen anderen Laster kapern. Okay, wartet. Ja, dann wir fahren nochmal dahin. Keine Ahnung. Ich fahre jetzt kurz nochmal dahin. Ich weiß nicht. Er hat gesagt, wir müssen jetzt einen anderen Laster finden. Müssen wir dann jetzt nochmal hin oder... Musste ich den Fahrer vielleicht da rauszerren? Ich weiß es nicht. Ich dachte auch, da geht es um so einen richtigen Tanklaster. Wisst ihr, wie man von heutzutage kennt? So ein 40-Tonner, so mit allem drum und dran. Halt so ein richtig großer Tankzug. Wie, glaube ich, auch in manchen, in einem Mad Max-Teil im Film verwendet. Nee, gar nicht wahr. Das war bei Death Race. Bei Death Race. Da haben sie doch so einen riesigen Tankzug umgerüstet. Ich dachte, um so einen handelt es sich. Aber scheinbar nicht. Okay, wir haben ein neues Ziel. Wir haben ein neues Ziel. Okay, dann... Es tut mir leid, Leute. Dann nochmal das Ganze. Alter, ihr verarscht mich doch. Ja, natürlich. Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. So viel Pech kann kein Mensch haben. Alter, der hat schon wieder das Ziel verrissen. Ich krieg's kotzen. Das darf nicht wahr sein. Das gibt's nicht. Spiel ich echt so scheiße oder bin ich echt nur so ein Pechvogel? Mann, 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 Mann. Ja, 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 nerv mich nicht. Dass der sich bei dem Tempo da oben halten kann, ist übrigens lächerlich. Vor allem, wo ich das Maximum an Stacheln habe. Der dürfte da überhaupt nicht drauf kommen. Scheiß Technik, ey. Natürlich treffe ich ihn wieder mit der Seite. Das ist doch nicht wahr, es ist doch nicht.
So. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen... Ach, scheiße. Entschuldigung. Mist meine ich natürlich. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen aufgeräumt hier. Okay, also es geht um so einen Tanklaster. Ich dachte, das wäre nur die Wache. Was müssen wir jetzt machen? Im Zweifel müssen wir da jetzt zusehen, dass wir den Fahrer rauskriegen. So, reparieren wir das Auto und kommen dann hinterher. So. Alles klar. Und wir müssen zurück zu Jeets Festung. Okidoki. Verdammte Axt, ey. Das wär's schon gewesen. Ich musste gar nicht stundenlang auf den einrammen. Verdammt. Oh, Mann. Hätte ich das mal gleich gecheckt. Einfach den Fahrer rauspulen, hätte ich das gewusst. Ach, Manno. Egal, egal. Wir haben es geschafft. Läuft. Alles gut. So, zurück zu Jeets Festung. So, einmal den Tanklaster hier. Dü, so. Okay. Sprich mit Blastcap. Dann fahr den Laster zum Ort des Durchbruchs. Wer ist Blastcap? Ist der auch hier? Wo? Wo ist die Type? Warte, ich habe irgendwas auf der Karte. Ich habe irgendwas auf der Karte. In der Richtung. Da vorne ist er. Da vorne ist er. Mit dir soll ich reden. Jeet said to talk to you. Yes, don't worry. I will prep the truck adequately. Okay, das ja, war eine kurze Nummer. Und jetzt sollen wir den zum Ort des Durchbruchs dahin fahren. Und dann könnte ich in den Bereich. Ich war in dem Bereich. Da haben wir doch letztens erst eine Mission gemacht. Egal. Ich fahre den da jetzt hin. Es ist eine Mission. Wir machen die Mission. So. Ich hoffe nur, mir kommt keiner zu nahe und jagt mich in die Luft mit der Karre. Weil der müsste ja jetzt voll sein mit Sprengstoff. Das fände ich ein bisschen kacke. Irgendwie haben die cooleren Felgen, oder? Kann das sein? Meine sehen so ein bisschen provisorisch aus, während die hier sehr, ja, irgendwie besser aussehen. Keine Ahnung. Oh, wieder 640 Schrott von den Lagern. Da haben wir ja inzwischen echt fette Beute teilweise. Meine Güte. So, und jetzt müssen wir hier links. Bitte links halten. Dann abbiegen auf A2 Richtung Hannover. So, okay, dann müssen wir hier lang. Ja, aber der ist wenigstens relativ flott. Er ist wenigstens relativ flott. Wir scheinen hier also dementsprechend nicht so schnell Ärger zu kriegen. Weil wir sind viel zu schnell weg dafür. Bitte erste Ausfahrt rechts. Dann links halten. Okay. Wir müssen jetzt aber bald schon da sein. Da vorne sehe ich, glaube ich, schon das Mauerstück, wo wir hin müssen. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir das dann schön sprengen dürfen. Wahrscheinlich muss ich irgendwie nur gerade die Karre da hinstellen, ein paar Schritte weggehen und dann in die Luft jagen oder so. Ah, ja. Ja. Time to get out of here. Was? Die Zündschnur brennt? Renn raus. Ja. Hilfe. Weg. Okay, ich hätte jetzt eher gedacht. Ödland-Mission abgeschlossen. Spielen mit dem Feuer. Jeet hat nun einen neuen Weg in die tote Leere. Und das gilt auch für mich. Das könnte sich noch als sehr nützlich erweisen.
Werden wir sehen. Waffenkammerbauprojekt verfügbar in zwei Bereichen. Die Karre steht jetzt aber trotzdem da im Weg. Also wirklich frei ist der Durchgang noch nicht, aber gut. Ich hätte jetzt gedacht, die haben den richtig mit Sprengstoff, was weiß ich was, vollgepackt. Und das, dadurch, dass der in der Röhre steht, würde da so ein Druck aufgebaut, dass hier die Wand rausreißt. Nö. Nö, da ist nur der Abfluss frei. Das gab einen Abfluss frei. Okay. Ich hatte mir jetzt mehr davon versprochen, aber ist in Ordnung. Oh, wir haben hier ja noch Suchbe... Was? Was? Wir haben hier noch Suchbereiche? Moment, da will ich gerade noch mal gucken. Wenn wir schon mal auf dem Weg sind, will ich da noch mal gucken. So, Schnellreise, dann haben wir auch direkt das Auto hier, das ist supi. Hier haben wir noch Suchbereich? Ich dachte, wir wären in diesem Bereich voll fertig. Also, ja, gut, bis auf die Sprungschanzen. Die haben wir ja noch nicht alle, das weiß ich wohl. Aber ich dachte, ansonsten wären wir hier fertig. Ich dachte, wir wären hier ansonsten voll fertig. Fix und fertig. Nein, hier sind noch Superreiche, hier sind auch noch Feinde. Kommt her, ich mach euch platt. Ja, jawoll, zack und nein. Bam! Ach, so ein Schreihals wieder. Alter, ich hab gedrückt! Oh, hoppala. Ah, das kommt, weil das alles die gleichen Tasten sind. Das gibt's nicht. Ja! Da, jawohl. Okay, sehr schön. Das hat Spaß gemacht. War auch nur eine kurze Nummer. Ah, warte, wir haben eine volle Flasche. Vielleicht können wir denen jetzt mal helfen. Oh, ihr Ärmsten, ihr verdurstet. Wasser, Wasser, ja, komm, gib ihm Wasser. Hier, trink. Ah, selber erstmal einen Schluck Wasser nehmen. Läuft. Thank you, Stranger. Danke, Fremder. Und jetzt haben wir Gütigkeitsbonus, oder was? Okay. Nö. Egal. Wir haben geholfen. Das ist viel wert. Wir haben geholfen. Alles tutti. So, jetzt wollen wir hier mal... So, Messer brauche ich nicht, was da liegt. Hier ist aber noch ein bisschen Beute. Und... Ja, da ist noch ein bisschen Schrott. Hallo? Alter, was? So. Was? Eins von drei? Oh. Oh, hups, hier geht's noch hoch. Oh, was? Warum muss der Schrott hier unten drin liegen? Mach fertig, ich geh da raus. Ich kotz gleich. Oh, ich will gar nicht wissen, wie das stinkt. So, Flasche füllen wir natürlich direkt wieder auf. Wo ich aber auch gestehen muss, verstehe ich nicht. Oh, warte mal. Wir haben Mühe, fehlt an der Lebensenergie. So, fertig. Und den Rest wieder auffüllen. So. 101% Bonus von Essenz. Cool. Aber, blöde Frage. Die sind doch da eben lang geschlürt. Warum schlüren die da lang, wenn es hier Wasser gibt? Oder haben die Angst vor den Typen? Die würden die wahrscheinlich umbringen, ne? Und die könnten sich ja so auch nicht verteidigen. Sind ja so wehrlos, die Ärmsten. Okay. Ach, wisst ihr was? Wir gucken hier gerade noch nach den Sachen, aber das machen wir in der nächsten Folge. Wir haben schon wieder die Zeit um. Also ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen Tag, morgen oder Abend. Und beim nächsten Mal geht's genau hier weiter und dann gucken wir mal nach den nächsten Suchbereichen. Also macht's gut, ciao.